Meine geschätzten Freunde des brachial brutalen Burgenbauunterfangens, es ist soweit. Stronghold Definitive Edition liegt hier in unseren Händen. Und natürlich wollen wir uns an diesem Braten hier gütlich tun. Erstmal zu meiner Person. Manch einer kennt mich vielleicht. Ich bin Kurfürst Josef von Sachsen, allerdings im gemeinen Volk wahrscheinlich eher bekannt als der 100-Schnitzel-Verzehrer. So sieht's aus. Ihr seht's natürlich schon im Hintergrund, es ist wahrhaft ein glorreicher Tag heute. Wir werden uns jetzt endlich den neuen Stronghold-Teil bzw. den neuen Stronghold-Teil im alten Gewand oder den alten Teil im neuen Gewand. Egal. Auf jeden Fall werden wir uns dieses Spiel jetzt hier vornehmen. Für die meisten unter euch oder viele wahrscheinlich ein Stück der Kindheit, was hier vor uns liegt und jetzt von uns in weiterer Folge hier erkundet wird. Wenn wir uns nun fürs Erste hier erstmal im Menü kurz umblicken und die Lage infiltrieren, haben wir hier einmal die klassische Hauptkampagne. Wir haben die neue Juwelkampagne, eine anspruchsvolle Kampagne für Veteranen. Uiuiuiui. Ich würde mich jetzt nicht als Veteran bezeichnen, habe es wie gesagt auch in den jungen Jahren als Knappe hier eher gespielt, im ganzen Gefrönen. Wir haben klassisch die Belagerung, Invasion und den neuen Burgpfad. Da bin ich auch sehr, sehr heiß drauf und hochgradig bestrebt. Zwischen den Burgpfaden kann man sich natürlich auch mal hier bei Questing Night TV eine deftige Burgentour gönnen. Aber ich würde sagen, wir arbeiten dieses Unterfangen hier jetzt mal Stück für Stück ab. Und um den besten Eindruck hier von diesem neuen Stronghold zu bekommen und auch zu schauen, was es taugt, was hat sich verändert, was ist gleich geblieben, würde ich sagen, wir starten heute fürs erste Mal mit der altbekannten Hauptkampagne. Wahrlich, wahrlich, ich fühle mich hier so nackt auf einmal, aber ich kann mir schon denken, woran das Ganze liegt. Der Helm, die Genießer von der Stronghold Crusader-Reihe hier auf dem Kanal werden es schon wissen. Der kommt natürlich dann zurück, wenn das Schlachtgetümmel über unsere Burg hereinbricht. Aber in Friedenszeiten möchte man natürlich hier als Magnat dieses Reich gediegen verwalten. Und deswegen schauen wir mal ganz kurz hier auf den Kartentisch fürs Erste. Wir kämpfen hier gleich um neutrales Land. Sachsen hier aktuell von der Schlange okkupiert. Wie große Teile des, oh, jetzt ganz vorsichtig, Osten Deutschlands, wenn man zumindest von der mittleren Achse hier ausgeht. Falls jemand vom Kopf gestoßen fühlt, perfekt. Ich muss schon sagen, hier fürs Erste fallen mir natürlich erstmal diese überarbeiteten Bilder hier oben auf. Da die Ratte ganz klassisch, der sieht hier mit einem Grinsen so aus, als sollte er doch mal aufs Jahresende hin noch seinen professionellen Zahnreinigungstermin hier wahrnehmen. Die Schlange, ja, an ihr hatte ich erst gedacht, das sieht hier alles ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu sauber aus, zu rund gelutscht. Das Schwein, ja, recht grobschlächtig, wie man es eben von ihm erwarten könnte. Aber ja, schauen wir mal. Und der Wolf sowieso guckt hier grimmig über den Kragen seiner Rüstung hier rein. Wir werden sehen, was hier so abgeht. Die erste Mission, Kräfte sammeln, liegt jetzt vor uns. Wir starten hier ganz oben an der polnischen Grenze und wollen wir mal sehen, was uns hier in weiterer Folge erwartet, meine Freunde. Das gefallene Königreich. Kaum war der König mit seinen Mannen in das Land der Barbaren einmarschiert, kam das Gerücht auf, er solle durch eine Verschwörung vom Thron Hier geht gestoßen auf jeden werden. Fall einiges. Tatsächlich wurde er bald gefangen genommen und kurz darauf begann auch schon die Invasion in sein Land. Einige Edelmänner im Dienste des Königs, darunter auch euer Vater, versuchten das Blutvergießen zu beenden, wurden jedoch auf dem Weg zu den Verhandlungen von einer Bande unbekannter Halunken massakriert. Auch ihr selbst wurdet in einen Wald auf einer Halbinsel zurückgedrängt, in dem sich eine kleine Truppe loyaler Männer versteckt hält. Okay, alles klar, wir sind auf jeden Fall im Bilde, eine wahrlich düstere Vergangenheit oder wie man halt auch sagt, normaler Montag im Ich sage, wir Mittelalter. schlagen sofort zu, jetzt oder nie. Nein, bloß nicht. So führen wir die paar Männer, die wir haben, wie die Lämmer Die zur beiden Schlachtbank. Kollegen kennen wir doch Wir hier. brauchen Zeit, um unsere Kräfte zu sammeln. Unsinn! Ich werde mit sechs meiner besten Männer im Schutze der Dunkelheit in das feindliche Gebiet vordringen und. Nein, nein, so hört doch! Der Langarm will mal Unsere wieder Männer sind kurz vorbrechen. vor dem Verhungern. Wir sollten Folgendes tun: Die Debatte Na, die zieht sahen sich wirklich ein tief bisschen in die zu Nacht sauber aus und jetzt. Ich habe die schließlich eigentlich so beginnt euer dreckiger in Hohn sich zu Erinnerung, sein. also im Gesicht. Sir Longarm sagt, er habe euren Vater gut gekannt. Deshalb will ich euch die Okay, jetzt soll Gelegenheit es hier geben, euch diplomatisch zu werden, oder beweisen. was? Ich bin auf Ich jeden Fall werde das bereit. erste Kommando übernehmen.
Alles klar, wir hatten es gerade schon gesehen. Wir besetzen jetzt dieses neutrale Land hier oben. Und ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich bin richtig heiß drauf. Lang habe ich drauf Ihr gewartet. werdet Gebrauch Und ich unter hoffe mal, Aufbau dass eines sich Basislager von dieser ausreichender Teil, Größe ich zu wollte jetzt sagen überwachen. Fortsetzung, aber Sucht ihr dieses uns eine Spiel hier passende auch dem Lichtung alten und Ableger beginnt gerecht damit, der wird, der wirklich Konstruktion? seiner Zeit voraus war, Holz muss man gibt sagen, es hier, ich und halte es für halt auch neben Gelege. Stronghold Crusader meiner Meinung nach bis heute weiterhin unerreicht ist. Okay. Schauen wir auf unsere Aufgaben, weil wir werden ja jetzt das erste Lehen hier bewirtschaften und den Gottesacker hier ordentlich umpflügen. Wir schaffen Güter heran, Fleisch 20 an der Zahl und Holz 40. Wir werden gebraucht, um den Aufbau eines Basislagers von ausreichender Größe zu überwachen. Sucht zuerst eine passende Lichtung und beginnt dann mit der Konstruktion. Holz gibt es ja zur Genüge. Okay, hier sind die Aufgaben. Geil. Ist irgendwie echt ungewohnt, dass alles so scharf aufgelöst hier ist. Platziert einen Schärfer als die Jagdfried, um Realität. eure Burg Okay, anzulegen, euer Gnaden. es geht los, meine Freunde, und es ist schön, mal wieder auf europäischem Boden hier zu sein. Die Wüste hat zwar auch seinen Charme, aber ja, hier diese Wälder, wie es damals so schön die Birken so im Winde hier geschmiegt haben, diese Blätter, Platziert ey, das euren ist irgendwie Kornspeicher, riesig. Sire. Ja, das sieht echt verrückt aus auf einmal. Sächsisches Haus. Es ist sogar das Sächsische Haus. Haben die mich hier belauscht oder geht es hier so mit rechten Dingen zu? Ja, Vorratslager kann man auf jeden Fall nie genug haben. Oder ist das hier ein bisschen Overkill, wie die Angelsachsen sagen würden? Und überhaupt kriege ich jetzt hier alles erklärt oder soll ich einfach machen? Okay, das wäre wahrscheinlich die normale Ansicht. Aber es ist auf jeden Fall geil, dass man so nah ranzoomen kann. Da werden auf jeden Fall die Kämpfe sehr, sehr viel Spaß machen, würde ich denken. Und soweit ich das hier beurteilen kann, das sieht schon, ja, cool aus für den Baum. So, hier haben wir auch ordentlich was drin. Genau, wir fangen jetzt erstmal an, hier eine kleine Industrie aufzubauen. Ich denke mal, wir werden jetzt am Anfang hier keine Probleme haben, hier so ein bisschen Holz zu akkumulieren und vielleicht auch ein paar, was sind das hier? Hirsche, ein bisschen Rotwild zu erlegen. Ist ja immerhin unser Gebiet, unser Land, was hier bewirtschaftet werden muss. Deswegen, wir gehen rein und schauen uns mal unterdessen noch so ein bisschen die Umgebung an. Hier oben also Bachlauf würde wahrscheinlich ein bisschen zu kurz kommen. Dieser Fluss hier oben. Ja, kann man machen. Kann man machen. Wollen wir nicht ganz genau hinschauen? Ja, ich denke mal, bei der Wasseranimation hätte man vielleicht doch noch ein bisschen was rausholen können. Wir schauen mal unseren Recken hier bei der Arbeit zu. Würde schon ordentlich was gefällt. Ein muskelbepackter, Eine hochgradig Botschaft von bestrebter eurem Mann, der hier Informanten. unser junges, Man hat Spuren aufstrebendes von Königreich Tieren mit in der aufbauen Umgebung will. ausgemacht, Sire. Aber die haben ja wirklich ganze Arbeit geleistet, hier Spuren von Tieren ausfindig zu machen. Die habe ich direkt gesehen, als wir die Karte geöffnet haben. Aber ist okay. Es lernt ja irgendwie auch jeder in seinem Tempo. Und wo ich gerade hier unten war. Was ist das? Also, ich werde jetzt halt ausfällig werden, aber was ist denn das hier für eine Ausgeburt? Auch die Schrift und. Wie sieht der Typ denn aus? Warum glotzt er so blöd? Ey. Okay, das finde ich krass. Das finde ich krass. Da bin ich gerade ein bisschen geschockt auch, muss ich zugeben. Also damit habe ich nicht gerechnet, weil, ist immer ehrlich, das war wirklich so eine ikonische Sache. Also wundert mich wirklich extrem, dass Firefly da jetzt gerade angesetzt hat und das verändert hat. Weil auch irgendwie die Schrift sieht aus, als wäre das komplett fehl am Platz. Irgendwie das ist scheiße formatiert, das sieht irgendwie alles schief aus und viel zu clean. Also da vielleicht mal direkt einen Patch. Also ich bin eigentlich wirklich kein Freund von diesen Day-One-Patches und sowas, aber gerne hier unten nochmal ansetzen. Ansonsten, was ist neu? Diese Holzvertäfelung gefällt mir ganz gut. Schöner architektonischer Stil. Hier wird auch fleißig gefällt. Die Animationen am Anfang, wo ich den Kollege hier laufen gesehen habe. Hey, Moment, Eine das bin ich. Botschaft von eurem Informanten. Als Die ich mich Kundschaft selbst der wilden hier Wolfsrudel ließ sich der gespiegelt habe Burg laufen nähern. sehen, da habe Wir ich gedacht, müssen die ey, Vorräte was ist denn einlagern. das? Und dafür 22 Jahre, aber irgendwie sieht es auch cool aus. Ich meine,
Man muss halt bei der ganzen Sache sehen, es hat es ja auch nicht besser gemacht von Crusader zum Beispiel auf Crusader 2. Das war wirklich eine Gräueltat, was da entstanden ist. Deswegen, gar so immer dieses Modernisieren ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Deswegen, ich habe keine Quantensprünge erwartet, aber das gefällt mir jetzt doch ganz gut. Was ich vielleicht als Kritikpunkt noch äußern würde, ist, dass das mir hier so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu clean, zu sauber halt aussieht. Also irgendwie so ein bisschen Schmodder, der hier irgendwo zwischen den Fugen raustropft oder halt, was ich halt, moosbewachsene Steine, weil ich meine, das ist ein Vorratslager so. Da wird alles einfach draufgeknallt, da gibt es den Knüppel aus dem Sack. Deswegen schwierig, schwierig. Und ich sehe gerade, wir müssen mal eine kurze Unterbrechung machen. Ich muss mal die Kamera hier ausrichten. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich verdecke hier einfach alles. So, meine Freunde, entschuldigt dieses kleine Garderoben-Fauxpas. Ich habe selber wirklich nicht gemerkt, weil das hier alles auf dem zweiten Laptop läuft. Aber ja, dieser Typ, das kannst du ja wohl keinem anbieten. Also, Firefly hätte sich auf jeden Fall dessen bewusst sein müssen, dass es so eine ikonische Sache ist und dass man sowas einfach nicht verändert und. Sieg! Okay. Ich nehme das. Ja, das war jetzt natürlich erstmal eher das Spiel so ein bisschen anschauen. Auch dieses Bild hier, wunderschön. Schöne Dorfidylle. Und perfekt, um so diesen aufstrebenden Charakter von unserem jungen Königreich hier zu untermalen. Aber Während die ja, Männer mit vereinten entschuldigt die Kräften die Verpeiltheit. kostbaren Vorräte in der Kornspeicher schleppen, Werden noch einige solche eilten Sir Schoten kommen. Longarm und Lord Woolsack in das Lager. Gute Arbeit! Gar nicht schlecht für das erste Mal. Nein, nein, nein! Läuft. Oh, der Narr hat das Lager inmitten eines Wanderpfades von Wölfen Wir sind aufgestellt. sowas von Umso zurück. besser. Das verschafft den Männern Oh, die jetzt nötige verdeckt Übung stehen für Typ hier unseren wieder. geplanten Schlag. Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Kundschafter auszusenden, um einen geeigneteren Standort zu finden. Mann, ey, wie man's macht, macht man's hier falsch. Stellt euch einfach vor, ich bin das. Okay. Meine Freunde, wir haben fürs erste hier mal das erste Territorium besetzt. Und ja, was soll ich sagen? Erster Eindruck ist auf jeden Fall von den zwei Gebäuden, die ich gesehen habe, ganz gut. Also die Animationen haben mir gefallen, die Umgebung hat mir gefallen. Klar, auch wenn man da jetzt sagen kann, bei dem Wasser zum Beispiel oder bei den Bäumen, das sieht alles so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Mit halbem Arsch wäre jetzt ein bisschen hart gesagt, aber ja, so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt halt. Ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt. Mir gefallen hier diese überarbeiteten Bilder und alles. Und es wirkt sehr, sehr scharf und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Auch die neuen Modi werden ja von uns jetzt noch in weiterer Folge hier erkundet. Denn im Rahmen des großen Feldzuges steht uns noch einiges ins Haus. Deswegen bleibt dem Kanal treu, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stronghold Definitive Edition. Yeah! Oder halt bei Stronghold Crusader. Oder bei Witcher oder bei der Burgentour. Ihr entscheidet und ich bin jetzt fürs Erste raus. Bis die Tage. Keine Frage.